Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch bei Michael auf dem Schrottplatz oder was das sollte sein. Wir haben ja in der letzten Mission den Müllwagen geholt. Wo ich eigentlich nicht mehr dort stand, sehe ich gerade. Hey, wo ist der Müllwagen her? Okay. Müllwagen weg. Also wir haben in der letzten Folge den Müllwagen geholt. Und da haben wir ja gesagt, wir gehen jetzt zum Trevor switchen. Das machen wir auch gerade. Und dann machen wir mit dem auch noch eine Vorbereitung. Ich hoffe einfach, dass einer von diesen O'Neill Brothers nicht jetzt kommt. Wir haben ja gesagt, wo wir wohnen. Und er hat gesagt, er kommt ja, aber er weiß noch nicht wann, aber er kommt. Ich hoffe einfach nicht jetzt. Ah, nein, wir sind am Fernsehen schauen. Kann man da eigentlich auf den Balkon rausgehen? Nein, kann man nicht. He. Okay, hätte ja können sein. Gut, wir gehen jetzt in dem Fall zu der nächsten Vorbereitungsmission. Wir machen am besten gerade die hier unten bei Vespucci Beach. Müsste jetzt einfach nicht markieren, aber ich habe es jetzt gleich gemacht, wieso auch immer. Und wir nehmen schnell. Ja, wir nehmen den Töff dort hinkommen. Wir sind ja so gute Töff-Fahrer. Umkehren ist für uns ein Fremdwort. Darum fahren wir gerade mit dem Töff schnell dort hinten. Umkehren ist für uns ein Fremdwort. Ich sage noch, Töff-Fahrer ist für uns, Umkehren ist für uns ein Fremdwort. Aber ja, weil es Willi machen, aber er hat einfach etwas gemacht, weil er jetzt nicht richtig weit hinten gelegen ist. Um über die Mauer reinfahren. Aber egal. Da haben wir schon mal den ersten Sturz in dieser Folge. Yeah! Und jetzt gehen wir einfach weiter zu dieser Vorbereitung da vorne. Mal schauen, was wir da mücken müssen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich... Bitte kein Schmier. Okay, wir müssen einfach Masken kaufen, alles klar. Ja, was nehmen wir für Masken? Ich glaube, wir nehmen so etwas... Fancyes, aber wir haben gar nicht so viel. Nein, ich muss für jeden... Oh, ich muss sicher für jeden Maske kaufen, muss mit jedem da bekommen. Also komm, für den Trevor kaufen wir doch am besten, wir kaufen so eine Maske da, die da. So eine Wrestler-Maske. Hä? Habe ich jetzt wieder nicht gelesen, ist gestanden, kaufen für Maske, für Michael, also für den Michael, weil es der Trevor ist, nehmen wir für den Michael eine Schweinemaske. Und für den Franklin, weil er hätte den Franklin, hätte ich ja, glaube ich, eigentlich noch, findet er ja noch easy. Nehmen wir auf. So. Perfekt. Bestanden. Bruh. Sogar noch Branche. Branche. Sogar noch Bronze. Aber was ist Klischee? Was wär Mask-Klischee? Wahrscheinlich einfach so ein Strumpf oder so. Na egal. Aber ich habe es wieder mal nicht geschafft, weil ich zu lange gebraucht habe. Sehr gut. Also wir machen jetzt mit dem... Ah, kommt gerade wieder das Telefon. Also Konferenz wieder. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Perfekt. Also, wir gehen jetzt noch zur nächsten Vorbereitungsmission oder Vorbereitungsmission, weil eben das war jetzt sehr kurz mit dem Trevor und ich möchte schon eigentlich schauen, dass ich mit jedem etwa gleich viel Spielzeit habe, aber eben es ist halt ja, nicht so einfach oder es wird nicht so einfach sein, weil halt eben man spielt wahrscheinlich mit einem Charakter mehr oder weniger dann. Denke jetzt einmal. Oh, da ist eine Aktivität. Wenn du die Türen wegbringst. Ah, ja, gut. Ja, aber ich habe. Ah, meine Haftmine. Ah, das hat es im GTA Online hat's das auch gegeben. Das habe ich immer geil gefunden. Aber das gibt es jetzt eben leider nicht mehr. Finde ich hure schade, weil ich das immer geil gefunden. So. Nein, come on. Verdörf. Und weg. Nein, nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr viel Leben. Okay. Zwei Sterne haben wir. Wo haben wir dort geschmiert? Da vorne ist es jetzt irgendwie so. Da war echt Kamikaze da rein. Ah, da vorne ist sie.
Ah, im Waffenladen müssen wir auch noch ein paar Waffen einfach kaufen. Wow. Einfach nicht umkehren, aber wenn ich jetzt ah nein, ich will ein bisschen leben, aber wenn ich jetzt umkehren würde, würde ich wahrscheinlich gerade sterben. Aber das war jetzt relativ einfach gewesen. Wie viel Geld haben wir jetzt aufgelesen? Ich habe es eben nicht mehr gesehen, weil es wieder bei mir abgeschnitten war. Etwas mit 5000 wahrscheinlich. Nicht wahnsinnig viel Kohle, aber besser als nichts. Muss man immer so anschauen. Also gut, haben wir dort schon verloren. Und dann gehen wir jetzt zum Waffenladen, zum Ammunition und kaufen uns dort noch ein paar Schüsseisen. Und dann werden wir wahrscheinlich schon jetzt können den Raubüberfall machen. Und dann machen wir wahrscheinlich auch gerade noch in dieser Folge, weil von den Minuten her wäre es dann einfach schon zu kurz. Bei 5 Minuten wäre das schon recht kurzes Video. Ich kaufe die Overalls. Aha, wir müssen sogar nur Overalls kaufen. Ich kaufe ein Overall für Trevor. Also nehmen wir den Schwarz hier einfach, den Michael. Den Michael nehmen wir. Den Grau und den Franklin nimmt den Grün. So. Das gibt jetzt aber Gold. Komm jetzt. Das muss jetzt Gold geben. Bitte. Wow. Yes! Das erste Mal Gold. Das erste Mal Gold wahrscheinlich in GTA, wo ich geschafft habe. Gut, also wir haben jetzt eigentlich alles und können jetzt den Raubüberfall starten. Er wird jetzt wahrscheinlich ein Telefon machen und dann können wir gerade loslegen. Ich werde es nicht dürfen, weil der wird wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Das wird der Double T, okay. Ich habe eigentlich der Batty, wie er heisst. Boiler suits can come off the shopping list. Was verstecke ein Fahrzeug an einem sicheren Ort, um es als Fluchtfahrzeug zu benutzen? Also, aha, jetzt muss ich noch. Wow, jetzt muss ich noch wahrscheinlich ein viertüriges Auto nehmen. Der da. Genau der hätte ich. Ich hab gerade den Helm abgezogen, ey. Wow! Alter! Fuck, bin ich verschrocken, ey! Oh, fucking hell, ey! Oh mein Gott, der LKW kommt einfach aus dem Nichts raus und ballert mich einfach über den Haufen, ey! Fuck! Oh, shit! Oh, fucking hell, ey. Also. Oh Gott, also jetzt müssen wir das Auto dann versuchen. Der SUV wäre echt gut gewesen, weil der ist auch noch relativ schnell gewesen, glaube ich. Aber wir nehmen jetzt. Sonst Taxi wäre eigentlich auch geil, aber davon ist der gleiche SUV wieder, wie wir vorher gesehen haben. Wir nehmen jetzt einfach den. Und jetzt? Ich check's nicht, was muss ich? Ah, nein, warte mal, Info. Verstecke ein Fluchtfahrzeug an einem sicheren Ort, um es als Fluchtfahrzeug zu benutzen. Das hat man noch richtig lesen. Das Flugzeug wurde verlassen. Kehre zu ihm zurück oder finde ein neues. An einem abgelegenen Ort. Okay, also muss ich an einen abgelegenen Ort hergehen. Okay. Alles klar, dann tun wir es doch am besten hier unten in River runter, weil die Mission ist ja eh gerade hier hinten irgendwo. Ist es genug abgelegen? So. Nein, nicht abhängen. Wie mache ich jetzt das? Hä, wie mache ich das? Nein, jetzt ohne Witz, jetzt weiß ich echt nicht, wie es geht. Dieser Ort eignet sich für ein... Wähle Fluch. Punkt markieren, wenn du Michael anrufst. Kann ich wollen machen, aber dann ist ja nur gestanden abhängen. Ah, jetzt. Jetzt ist es gekommen. We
have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? La Mesa. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Super, also, haben wir das gemacht. Und dann gehen wir jetzt... waren wir da sicher wieder... Ah, jetzt kann man nur schon nochmal bestanden, okay. Dann gehen wir jetzt in dem Fall dorthin und machen den Raubüberfall. Da wird es halt einfach wahrscheinlich eine längere Folge geben, sorry dafür. Wenn es jetzt lang wird. Aber das macht jetzt nicht Sinn, wenn ich meine Mission oder den Raubüberfall in der nächsten Mission mache. Oder nächste Mission in der nächsten Folge mache, weil jetzt sind wir erst gerade etwa bei 11 Minuten. Darum machen wir den jetzt gerade. Da gibt es halt eine etwas längere Folge. Dafür, ja. Gibt es einfach etwas länger etwas zum Anschauen. Also, wir sind jetzt eh gerade da vorne, ist ja, glaube ich, der Ort. Genau. Wir sind gerade hier. Overlass, sorry. Haben wir voll weggeputzt, den Wagen. Hey, so, du musst mir helfen. Uiuiui. Die Bremsen sind auch nicht. Hallo, Lady! Was können wir dort gut tun? Das sieht aus wie ein Hinterhalt. Ich nehme schon mal die Waffe für. Das genau gewusst, Mann. Die ballen wir auch gerade weg, die Frau. Habe ich genau gewusst, weil das ist so... Das war jetzt so eine Mission gewesen. Die geht es einfach so ähnlich bei Red Dead Redemption 2 an, wo sie dann immer so rufen, hey, hilf mir, und dann nachher gehst du dort her oder willst du helfen, und plötzlich ist so ein Hinterhalt. Nur bei Red Dead Redemption verreckst du einfach immer gerade. Das ist eh sehr schwierig, irgendwie das Game, denke ich. Aber das ist jetzt sehr, sehr riesig gewesen. Also wir machen jetzt aber gleich den Rabenfall. Wird jetzt einfach noch ein länger gehen, die Folge, aber spielt ja auch keine Rolle. Sind eh gerade da vorne. Jetzt erlauben wir mal ein anderes Auto nehmen als ein LKW, etwas, das ein bisschen schneller ist. Aber wir sind jetzt gerade da und Michael ist auch schon da und Franklin ist auch schon da, ja. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Alright. Listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. Saw a little hope for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, let's go. Oh, ich muss auch gerade lachen, ey. So gut, wie es ausgesehen hat. Und der Trevor lacht einfach gerade auch in dem Moment sehr gut. Also, da fahren wir jetzt zu dem Ort her. Das ist ja gerade um die Ecke. Da müssen wir den Müllwagen die Straße blockieren. Und dann müssen wir ja, ich glaube, es ist so ein Geldtransporter oder so, wo wir den müssen überfallen. All right, T, I'm in position. What's the ETA? Where are they? There they are, incoming. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Get moving, Em. Across both lanes, remember. Genau, also über beide Spuren. Jetzt versuchen wir es gerade so.
right, I pulled up. Get ready, Frank. Sanitation aren't meant to be here today. Ramming speed, bitch! So, sind wir da voll drin hier. Bam, weg mit dem. Platziere eine Haftbombe, machen wir doch. Machen wir jetzt so? Wieso läuft der Michael so? Ah, jetzt geht's eine Ballerei. Okay. Also jetzt gibt's so eine kleine Schießerei. Könnt jetzt auch hin und her wechseln wieder. Dann machen sie jetzt aber mal nicht. Wir bleiben jetzt mal geschaut, was mit Franklin. Jetzt zeigt es mir so, ich soll zum Michael wechseln. Wir machen es mal geschaut. Ah, er ist oben gelb. Platz hätte er noch. Holy shit. Wow. Ist das der Trevor, der rumballert mit einer Bazooka oder was? Oh shit, ich komme von da rein. Ein Helikopter von da noch, ja. Ich kann jetzt mal geschaut, kurz da haben. Ach, so logisch geht er gerade da hinten in die Decke. Nein, 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 nein! Oh, was drücke ich da? Ja, die sind wirklich gerade ein bisschen überall von beiden Seiten. Aber immer noch alles easy. Ah, wie geht das schon wieder? Hallo? Das Anvisieren. Bin ich blöd? Oder ist einfach viel. Ah, es ist einfach verlängsamt zu schiessen. Ich meine, du kannst so wie bei Red Dead Redemption auch anvisieren. Aber in dem Fall nicht. Okay, dann gehen wir mal schon kurz zum Franklin wieder helfen da. Ach, soll ich den nachladen? Genau gesehen, wie sie gespawnt sind. Wie lange immer da hocken eigentlich? LSPD Sniper Team on the roof opposite you, just to the right. You gotta take them out, T. Okay, jetzt gehen wir zum Trevor wechseln. Don't mind me. I got visual on the snipers, they're going down. Shooter one is down. Damn, man, you call him. Dad, nimm mal eine Sekunde, das Gewehr in der Hand gehabt und hat schon geschossen. Ich habe sie umgebracht. Wo jetzt noch? Hätte ich schon keine mehr, oder? Hm, ich gehe wieder zum Franklin, aber... Weil irgendwie finde ich sie gerade nicht, oder ich sehe sie einfach gerade nicht. Ja, die habe ich ja weggeschossen. Wieso sagt das mir die ganze Zeit, dass sie Leute sind? Oder ist es noch einer, den ich nicht gesehen habe? Okay, wir tun einfach nochmal geschaut. Jetzt zum Trailer wechseln, schauen wir nochmal. Ah, dort ist noch einer. Da, weg mit dir. Ich kann Franklin helfen, weil dem geht es auf dem gar nicht mehr gut dort drinnen. Ich
Bruh. Bruh. Alter, der ist vorne durch noch. Jetzt, so. So, also perfekt. Ich meine, jetzt haben fast alle dort hinten schon einen. So. Steig in den Müllwagen, also. Wer hat den umplatziert? Wieso steht der jetzt plötzlich so? Also, jetzt gehen wir zum Fluchtpunkt mit dem Auto. Zum Glück sind wir relativ nah mit dem Auto beim Fluchtpunkt. Oder mit dem Fluchtauto sind wir relativ nah da, wo eigentlich das Zeug passiert. Weil du könntest das wahrscheinlich in der ganzen City irgendwo abstellen, das Fahrzeug. Da wäre ein bisschen scheiße gewesen, wenn wir da noch quer durch die Stadt durchfahren. Aber die Schmier haben wir eh schon verloren. Also, es ist eigentlich jetzt ein bisschen überflüssig, dass wir zum Fluchtfahrzeug gehen. Oh, logisch fahre ich wieder irgendwo trainieren. Wieso muss ich ausgerechnet wieder den Müllwagen nehmen? Etwas vom sperrigsten, was man kann haben im GTA wahrscheinlich zum Fahren. Oh, dort oben ist ein Heli. Also, jetzt sind wir schon da. Und jetzt schau kurz rundherum. Ich schau hier Franklin seine Special-Fähigkeit nehmen, damit wir ein bisschen besser rumkommen. Zerstöre den Müllwagen. Gut, also dann nehmen wir da noch den SUV, entferne dich vom Müllwagen. Machen wir doch. Und jetzt ist Mission fertig oder nicht? Oder was ist jetzt? Ah, Michael, okay. That trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Alter, da kommt gerade ein Zug. Und jetzt gehen wir zum Michael, hä? Wahrscheinlich so wie es aussieht. Ja. Ja, das Auto nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir fahren überall drin hier. Wo macht der Camper dort? Ah, jetzt müssen wir hier zu seinem riesen Anwesen, da, den er hat. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... Alright. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. So, gut, also haben wir die Mission geschafft. Wieder natürlich nur Silber. Treffergenauigkeit war schlecht gewesen und Wechselbalken. Wahrscheinlich das Hin- und Her-Switchen nehme ich mal an zwischen Michael, Franklin und Trevor.
Aber ja, haben wir wieder nur Silver Cold. Wir haben jetzt zwei neue Missionen mit dem Michael bekommen. Es geht jetzt also in dem Fall ein bisschen mit dem Michael weiter. Ich würde sagen, wir hätten hier eigentlich noch so eine Sprechstunde. Ich weiß aber vor allem nicht, ob ich die halt drin nehme. Beim Psychiater. Weil die sind ja relativ langweilig, Amis. Die labern es einfach nur, mehr nicht. Die nehme ich wahrscheinlich nicht drin. Aber wir machen den. Also ja, komm, wir gehen in der nächsten Folge gehen wir gleich mal. Wir gehen mal schauen, was jetzt so abgeht. Wir gehen schauen. Wir sind eben eh gerade in der Nähe, darum fahren wir nachher gerade dorthin und schauen es mal an. Und wir hätten noch zwei neue Missionen beim Solomon. Das wäre dann der neue, wo der Filmproduzent, wo wir dann hergehen können. Und dann nochmal beim Devin haben wir dann nochmal eine. Genau. Also, dann wäre das die Mission gewesen, oder beziehungsweise die Raubüberfall-Mission gewesen. Wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann auch. Leute, tut euch gerade den Franklin an. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Okay, good. Also, der heisst einfach, mit dem Franklin hätten wir auch noch wieder eine neue Mission. Ja, aber wir gehen jetzt, wie gesagt, nächste Mission mal mit dem Michael wieder etwas machen, weil mit dem haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, also missionstechnisch. Darum gehen wir nächstes Mal in die Gesprächsstunde und dann nachher noch machen wir eine Mission, entweder beim Devin oder beim Solomon, das schauen wir dann noch. Ja, das war es von dieser Folge GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und tschüss, wir sehen einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!